Herr Rüdiger Lenz, Sie glauben ja nicht mehr an das Feindbild. Sie glauben ja, dass das in uns selbst ist, selbst erzeugt ist. Wie schaffen wir es, die Bevölkerung von so etwas Liebgewonnenen zu trennen? Das ist ja eine Liebe, die ist ja fanatisch wie zum Auto. Ich glaube, dass sie zu Feindbildern verführt werden. Ich glaube nicht, dass der Mensch unbedingt Feindbilder braucht, um zu existieren, um quasi so einen Dualismus herzustellen zwischen Freund und Feind. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir in unseren wettbewerbsorientierten Kulturen, ja, die westliche Kultur und so weiter, in der Geschichte und so weiter, ich glaube eher, dass das tradiert ist. Ich glaube eher, dass wir das immer wieder brauchen, um Rohstoffe von anderen Ländern zu klauen, sie hier zu verwerten, zu verkaufen und so weiter und uns die heile Welt vorzugaukeln. Ich glaube, dass wir es dafür brauchen. Und wir sind da so fest auch drinne durch Generationen, dass wir natürlich mit Sicherheit viele Menschen haben, die sagen würden, was du da erzählst, der Feind ist in dir selbst, red mal weiter, so ein Quatsch und so weiter. Ne? Das ist mit Sicherheit so. Aber ich nehme mir halt eben die Kenntnis der biologischen Hintergründe heraus und auch der Psychologie. Und ich weiß, dass der Mensch nicht so ist. Ich bin davon auch fest überzeugt, dass das nicht so ist. Der Mensch ist, wie Sie das schon gesagt haben, er braucht keine Feindbilder. Und ich glaube, dass das die Hoffnung der Menschheit sein sollte, wirklich zu sich zu sagen, ich brauche es nicht und ich zentriere mein Verhalten in diese Richtung. Das ist natürlich eine unglaubliche Knochenarbeit, weil ich habe in Kassel eine Rede gehalten. Und in Kassel war keine Kamera da. Da habe ich kurz bei YouTube geschrieben, hat einer die Rede. Und da hat sich einer aufgeregt. Und er hat geschrieben, oh, die Rede von Rüdiger, wieso ist die nicht da? Das ist der Einzige, dem ich zuhören kann, weil er kein Feindbild hat. In meinen Reden gibt es keine Feindbilder. Da kann man alles durchgucken, egal was. Ich werde nie einen Feind projizieren. Ja, haben Sie eigentlich weil ich keine ihn nicht Feinde? Nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Feind. Nicht mal einen kleinen Nachbarn, mit dem Sie streiten? Nein, habe ich nicht. Für mich ist ein Streit auch kein Feindbild. Wenn ich jetzt mit Ihnen hier jetzt streite über ein Thema, dann ist das für mich eine konstruktive Sache und jetzt also kein Streit und ich habe ja kein nicht, Problem damit. Wir können uns ja auch nicht, wir haben ja auch keine Probleme. Beim Autofahren auch nicht, dass Sie mal irgendwie nein. So... Herr Lenz, haben Sie bedeutet der Weg in eine... Ich habe eine hohe Aggressivität. Ich wollte die Diskussion eigentlich abschließen. Ja. Ja, sehr gut. Herr Lenz. Schließen Sie ab. Herr Lenz, ich wollte ich nicht dahingehend abschließen, ich wollte die Diskussion offen eröffnen fürs Netz später. Ja. Herr Lenz, wenn ich Sie richtig verstehe, bedeutet für Sie vor allem der Verzicht auf Feindbild der Weg in eine neue Gesellschaft. Das ja, Verzichten dafür gehört ein ganz großes anderes Verhalten dazu. Das ist nicht einfach nur gedacht, das ist nicht die kalte Vernunft, sondern das ist die warme Vernunft, die mitmacht, die in Handlung kommt. Ich bedanke mich ganz herzlich auch für Ihr Kommen, Herr Lenz. Bitte, bitte. We'll be right back.